Wir machen gerade Auslösung. Wir sind bei der Halbfinals angelangt. Ich freue mich sehr, dass wir unseren neuen Nazi-Trainer hier haben, Nils Nielsen. Es ist eine Freude, dass er da ist. Es ist der erste Tag heute. Es ist das erste Clubspiel, das er sieht. Aber er ist offiziell noch nicht wirklich vorgestellt. Es gibt einen Medienanlass, der SFV macht. Also insofern, die anwesenden Journalisten bitte noch kein Interview verlangen. Er wird in dem Sinne nichts machen, nichts sagen. Aber er ist heute Abend Auslösung. Und das freut mich, dass er es macht. Thanks very much. Wenn die Formalitäten ab dem Halbfinale gibt es das Heimrecht vom Unterklassigen nicht mehr. Also die Auslosung kommt, wie sie kommt und so wird gespielt. Das Spieldatum ist 16. März und am 10. April ist der Cup-Finale. Sind dazu Fragen? Dann darf ich unsere Losfee bitten, die Auslosung zu machen. Ich schon mingeln. Das ist der Klub? Okay, super. Heimspiel. Zürich haben wir auch jetzt zwei Spielerinnen vom FC St. Gallen Staat gefunden, Jessica und Marcia. Wie seht ihr die Auslosung? Ist der FC Zürich der Wunschgegner? Ja, also meiner Meinung nach schon. Also ich spiele gerne gegen den FC Zürich. Es ist eine grosse Herausforderung für uns als FC St. Gallen Staat, als Unterklassige. Aber ich finde super, man kann sicher ganz viel dazulernen. Und ja, jetzt hoffen wir, es kommt gut raus. Und sonst hat man sicher viel dazugelernt. Also ich freue mich mega auf das Halbfinale. Und mit Teamgeist kann man viel erreichen. Denkst du, dass Heimrecht euch etwas bringt in diesem Match? Oder wäre es auch schön gewesen, hier zu Zürich zu spielen? Ja, also ich hätte es schon schön gefunden, wenn wir Heimrecht gehabt hätten gegen den FCZ. Dann hätten wir sicher noch ein bisschen Fans gehabt. Und ja. Und was haltet ihr allgemein von dieser Cup-Partie, vom ganzen Cup-Abenteuer? Sind ihr froh? Könnt ihr am Cup ein bisschen verschnaufen oder hättet ihr lieber euch völlig auf die Saison konzentriert? Also ich finde es super. Also ich spiele gerne im Cup. Logisch, es ist eine Doppelbelastung für viele. Aber also ich finde, es ist gut aufgeteilt und von den Kräften her ist es bis jetzt auch gut aufgegangen. Ja, bis jetzt ist alles gut. Jetzt hoffen wir, es kommt gut. Was meinst du? Vor allem, wenn man bedenkt, im Cup kann man dann so Sachen feiern wie ein 4-0 gegen Aarau. Das gibt sicher auch ein bisschen mehr Motivation, oder? Ja, also ich finde schon, dass es gibt schon viel Motivation. Und auch fußballerisch kann man sich, also, freut man sich immer. Ja gut, danke euch und wünsche viel Vergnügen dann, wenn es soweit ist und ihr im Cup dürft im Halbfinale spielen und hoffentlich dann im Finale. Tschüss zusammen. Frau Fuhrer, der Cup ist gerade ausgelost worden. Sie haben wieder mal das Vergnügen gegen IB zu spielen. Das Duell, was es schon 2-3 Mal gegeben hat diese Saison. Freut man sich drauf oder hat man lieber den Unterklassik-Gegner gehabt? Nein, ich denke, wir freuen uns sicher auf IB. Sind immer coole Spiele gegen IB, also von dem her habe ich es lieber so. Gegen die Unterklassik. Wie wichtig ist das Heimrecht für so ein Halbfinale?
Ich denke, sicher ist eine gute Sache. Ich persönlich habe jetzt noch nie ein Gelbspiel im Campus gehabt. Von dem her freue ich mich mega drauf. Und ja, also ich denke, es ist einfach die Vorfreude auf das Halbfinale. Und wo genau ist für uns eigentlich, spielt für uns nicht so eine Rolle. Jetzt weiss man so halb, das Zürcher Derby kommt im Finale, im Cup-Finale. Freut ihr euch jetzt doppelt? Oder hat man sich auch sonst mega gefreut? Also ich denke, wir freuen uns auf jeden Gegner. Sicher geil, wenn es im Finale das Zürcher Derby geben würde. Aber wie gesagt, zuerst müssen wir reinbeschlagen und nachher können wir dann weiter schauen. Merci mal. Herr Kelle, jetzt die Cup-Auslösung. Sie haben Heimrecht, sicherlich toll. Gegen IB, ein Team, das Sie ja gut kennen, auch schon ein paar Mal gespielt diese Saison. Ein Team, mit dem Sie auf Augenhöhe immer kämpfen, außer damals mit dem Platzverweis. Wie reagiert man auf so eine Cup-Auslösung? Na, ich denke mal, wir freuen uns, weil erstens, wie Sie schon sagen, wir spielen zu Hause, wir müssen mal nicht reisen, wir können uns in Ruhe darauf vorbereiten. Des anderen, St. Gallen ist ein Gegner, den kann man nicht einschätzen, da kommt immer eine Wundertüte, das kann so oder so sein. Okay, Zürich ist sicherlich ein Knaller, den möchte man dann lieber im Finale haben. Und IB, am Ende haben wir uns sehr gefreut, weil wir genau wissen um deren Stärken und Schwächen. Darauf können wir uns super einstellen, das haben wir im letzten Spiel dann auch schon gemacht. Und das nächste Spiel, was dann kommt, wird sicherlich auch zu unseren Gunsten ausfallen. Aber die Chance, der Ausblick auf ein Zürcher Derby im Finale, das gibt natürlich ihren Spielerinnen mehr Ansporn, nehme ich an, oder? Absolut, natürlich. Ich sag mal so, das wäre der Knaller des Jahres und daraufhin arbeiten wir natürlich zusätzlich hin. Plus natürlich, dass wir in der Liga nach oben kommen und irgendwo uns dann zwischen vielleicht 4 und 5 dann einpendeln und dann auf die nächste Saison junge Spielerinnen einbinden können, die jetzt schon warten und die peu à peu auch eingesetzt werden. Und dann glaube ich, wenn wir weiterhin so spielen und uns qualitativ noch verbessern, dann werden wir in der Saison 2020 dann dementsprechend auch viel, viel besser oben positionieren können. Herzlichen Dank.